Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Was mache ich hier? Ich schüttle. Richtig. Warum tue ich das? Weil ich das Glas eine ganze Zeit habe stehen lassen und sich die Gewürze abgesetzt haben. Und zwar ist das der Chicken Rub von Aldi. Den will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Also, ich zum Metzger, ab, mir ein Hühnchen gekauft, Maisboulade und jetzt rubben wir das Ding mal ein. Und dann kommt das, Achtung, das erste Mal, dass ich ein Hühnchen bei mir auf dem Drehspieß mache. Auf dem Napoleon. Ich habe schon mal auf Holzkohle gemacht. Auf dem Napoleon habe ich noch kein Hühnchen auf dem Drehspieß gemacht. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Dann schnappen wir uns den Bürzel. Schneiden wir erstmal ab. Zack. Dann haben wir hier oben so ein paar überschüssige Hautlappen. Fettlappen, auch die kommen weg. So. Das gleiche Spiel hier unten. Jetzt gucken wir erstmal nach, ob noch Innereien drin sind. Nein, ist nichts dabei. Hatte ich dem Metzger auch gesagt, er soll sie bitte direkt rausnehmen. Ich brauche sie nicht. Die sind normalerweise in einem Beutelchen. Das sind super Kleinigkeiten noch dabei. Jetzt nehmen wir uns einen Finger und fahren hier mal unter die Haut und bilden hier vorne bis vorne rein eine Tasche. Das gleiche auf der anderen Seite. Haut ist im Übrigen ziemlich fest, nur so nebenbei. Ihr könnt das gerne mal bei euch ausprobieren und versucht mal ein Loch in eure Haut zu stecken. Das tut eher weh, als dass er tatsächlich durchkommt mit dem Finger. Und genauso ist es bei Hühnerhaut auch. Die ist halt sehr stabil. Dann nehme ich mir das Hühnchen und streue mal so ein bisschen da rein. Auf der anderen Seite auch. So. Und dann verteilen wir das. Schön bis vorne rein. Das gleiche Spiel machen wir jetzt noch auf der Rückseite. Na. Da gehen wir bis in die Schenkel und den Rücken entlang. Und auf der anderen Seite auch. Einmal den Rücken. Und in den Schenkel. So. So. Und auch diese Knubbel hier verteilen wir jetzt schön auf dem Fleisch vom Huhn. Damit das Hühnchen selbst nicht zu kurz kommt, nehmen wir es ein bisschen was auf die Hand. Verteilen das hier drüber. Und rubben das Huhn gut ein, sodass wir auch von außen auf der Haut schön viel Geschmack haben. So, dann nehmen wir uns den Gockel, dann nehmen wir uns den Gockel und schieben mal den Spieß da durch. So. Und zack. Und auch von der Bäuerchen. Und auch von der anderen Seite. Unter die Flügel hier.
schön ranschieben. Ah, und festschrauben. Wir nehmen uns jetzt mal die Schenkel und befestigen die so. Zack, einmal hier. Und einmal da. So. Flügel drehen wir nach hinten. So. In der Hoffnung, dass das reicht. So, ich gehe mir jetzt Finger waschen und dann gehen wir zum Grill. Heckbrenner läuft schon die ganze Zeit. Wir sind jetzt hier bei der Innenraumtemperatur von 260 Grad. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unseren Gockel, den Deckel auf. Hoppala. Federn den hier vorne ein. Stellen fest, ich habe auch gut die Mitte gewählt. So, und schalten an. Dreht sich auch direkt richtig rum von der Flamme weg. So muss das sein. Ich weiß nicht, ob man das sieht, so die letzten Härchen, die werden gleich alle schön abgeflammt, da ist nichts mehr von da. Jetzt dauert es circa Stunde, anderthalb. Zwischendurch werde ich mal prüfen und dann kann schon gegessen werden. Temperatur drehe ich ein bisschen runter. 200, 220 Grad reicht. So, der Broiler ist fertig. Sollte man nicht ohne Handschuhe machen, das Ding dürfte jetzt ziemlich warm sein. Die erste Klammer können wir schon lösen. Und dann schieben wir das Hähnchen einfach rüber. So. Das lassen wir noch ein bisschen auskühlen. Und den nehmen wir jetzt mit in die Küche. Zum Aufschneiden nehmen wir uns die Schere. Oh, jetzt wird nicht. Schön erstmal hinten, zack, einmal, oh, seht ihr, wie weich das ist? Die Brust. Bloß nicht den Finger dazwischen halten. Ja, ihr habt es ja gerade schon gesehen beim Auseinandernehmen, dass die Keule ist komplett abgefallen. Damit ich jetzt nicht die Flossen verbrenne. Weil dürfte wie immer äußerst heiß sein. Nehmen wir es mal so ein kleines Tüchlein. Guck mal. Sieht die nicht geil aus? Also. Riecht sehr gut, sehr würzig. Ist ja auch genug Gewürz dran jetzt. Buckertag. Da kaut schon einer mit. Das ist Wahnsinn. Butterzart. Saftig ohne Ende. Genau richtig im Gargrad. Einfach optimal. Vom Gewürz her würde ich sagen, ist es arg salzlastig. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, Salz ist natürlich im Gewürz drin, wahrscheinlich auch der Hauptbestandteil, ich hole es nochmal eben. Ja, Speisesalz ist Hauptbestandteil. In diesen 100 Gramm Dösen sind 68 Gramm Salz. Das ist natürlich eine ganze Menge, das muss man ganz klar sagen. Da müsste man ein bisschen weniger Salz dran tun. Also eigentlich ein bisschen weniger Gewürz. Dann wiederum würde Gewürz fehlen. Deshalb bin ich immer so ein Freund von mit Gewürzmischungen, die wenig Salz enthalten, wo man lieber ein bisschen nachwürzen kann. Aber alles in allem lecker. Die Kruste ist auch schön knusprig. Ja, also voller Erfolg. Wenn euch das Hähnchen genauso gut gefallen hat, wie es mir gerade schmeckt, lasst mir einen Daumen hoch da, wohlwollend einen Kommentar. Ansonsten sagt mir, was mir nicht gefallen, was euch nicht gefallen hat. Und ihr könnt mir auch sagen, was mir nicht gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei Gelegenheit. Macht's gut!